Ist Buddha gescheitert? Diese provokante Frage mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen. Wie könnte einer der größten spirituellen Figuren der Geschichte gescheitert sein? Er hinterließ eine Lehre, die Millionen von Menschen auf ihrem spirituellen Weg inspiriert und geleitet hat. Doch betrachten wir die Welt heute, sehen wir immer noch Leiden, Konflikte und Ungerechtigkeit. Hat Buddha also sein Ziel erreicht oder gibt es Aspekte seiner Mission, die wir möglicherweise missverstanden haben? In diesem Video tauchen wir tief in das Leben und die Lehren Buddhas ein, um zu erfahren, was ihn bewegt hat. Wir werden die tiefgründigen Wahrheiten hinter seinen Lehren untersuchen und herausfinden, wie diese auch heute noch unser Leben bereichern können. Sind wir vielleicht dem Pfad, den er gewiesen hat, nicht weit genug gefolgt? Oder haben wir in der modernen Welt ganz andere neue Herausforderungen, die Buddha selbst nicht vorhersehen könnte? Also bleibt dran bis zum Schluss, denn es wird heute sehr interessant. Heute habe ich die Lotusblüte als Hintergrund gewählt, passend zu unserem Thema Buddha und Hinduismus. Ja, und bevor wir jetzt mit diesem Thema beginnen, möchte ich bekannt geben, dass wir am 29. und 30. Juni im hinduistischen Tempel in Kirchheim unser spirituelles Festival abhalten. Du bist gerne willkommen. Vor allen Dingen kannst du mich persönlich kennenlernen. Und ich habe schon so oft oder eigentlich jedes Mal festgestellt, dass diese Nähe, dieses Gefühl der spirituellen Familie, der Zugehörigkeit, wunderbare Gefühle in uns erweckt und wir dadurch auch ganz viel mit nach Hause nehmen können. Es wird ein wunderschönes Festival werden. Ich bin ganz nah bei dir und du kannst mir auch in den Pausen persönliche Fragen stellen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war das wundervoll und ich konnte wirklich einigen Leuten sehr gut helfen. Also es ist eine Gelegenheit, um sich gegenseitig kennenzulernen und dann auch mich persönlich kennenzulernen. Und wir werden auch hochenergetische Channelings bekommen. Wir werden bis jetzt noch geheime Übungen bekommen, die ich dann erst zum Festival öffentlich bekannt geben darf, damit die Gegenseite nicht schon weiß, was wir hier vorhaben. Wir werden also mit hohen energetischen Werkzeugen und der Sonnenkraft wirken, ganz wichtig für unser aktuelles Leben und natürlich auch eine große Zeitlinienheilung machen, wo du auch für dich ganz persönlich eine Heilung erreichen kannst. Also unter dem Video ist der Link, melde dich an. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, jetzt kommen wir zu Buddha. Buddha, auch bekannt als Siddhartha Gautama, er war ein spiritueller Lehrer aus dem antiken Indien und aus seinen Lehren ist der Buddhismus praktisch entstanden. Und man sagt, also man streitet sich so ein bisschen, aber man glaubt, dass er im 5. und 4. Jahrhundert vor Christi gelebt hat, in einer königlichen Familie im heutigen Nepal geboren und da in Reichtum und Luxus aufwuchs. Die Legende besagt, dass er als junger Mann das Schloss verließ und zum ersten Mal mit den Realitäten des menschlichen Leidens von Krankheit, Alter und Tod zusammengekommen ist. Und diese Erfahrungen weckten in ihm so ein tiefes Verlangen, die Ursachen des menschlichen Leidens zu verstehen und auch Wege zu finden, wie man das überwinden kann. Ich habe gleich einen ganz schönen Filmausschnitt von The Little Buddha, wo man das also genau sieht und auch diese Fragen und dieses, was ihn da bewegt hat, am besten wir schauen es uns gleich mal an und dann sprechen wir weiter. So, jetzt schalte ich mal hier um und wir beginnen. Hast du mir die Wahrheit vorenthalten? So lange. Warum hast du mich nicht darüber aufgeklärt, dass so viel Leid, Krankheit, Armut und Elend, Alter und Tod auf der Welt sind?
Ich habe dich vor alledem behüten wollen, mein Sohn, weil ich dich liebe. Deine Liebe wird mir zum Gefängnis. Wie soll ich hier weiterleben, so wie früher? Wenn draußen so viele Menschen so furchtbar leiden. Du wolltest die Welt draußen nie sehen. Vater, Ich muss etwas finden, eine Antwort auf das Leid. Auch wenn du vorhast, mich zu verlassen, Siddhartha, hast du kein Mitleid mit deiner Frau, die du verlässt, und mit deinem Sohn. Mein Kind ist geboren. Heute Abend kam er zur Welt. Denk an sich, Siddhartha. Auch du bist jetzt Vater. Auch du hast Pflichten. Du kannst jetzt nicht gehen. Sogar meine Liebe für Yashodhara und meinen Sohn. Sie kann mich nicht befreien von dem Schmerz, den ich fühle. Weil ich weiß, dass auch sie einmal werden leiden müssen. Dass sie alt werden. Und dass sie sterben. Wie du. Und wie ich. Wie wir alle. Ja. Wir müssen alle sterben. Und werden wiedergeboren. Und sterben wieder. Und werden wiedergeboren und sterben. Und werden wiedergeboren und sterben wieder. Kein Mensch wird sich jemals diesem Fluch entziehen können. Dann ist das der Weg, den ich suche. Ich werde diesen Fluch brechen. Schalt mal wieder um. Ihr seht also, wie er jetzt mit 29 Jahren, sagt man, bereit war, seine Familie zu verlassen, seine Frau zu verlassen, sein Neugeborenes zu verlassen, um dieses Leid zu ergründen. Und das wird unter seinen Anhängern so bewertet, dass er also selbstlos und mit ganz viel Mitgefühl da gewirkt hat, um eben wirklich für alle Menschen die Erleuchtung zu bringen. Und letztendlich hat er ja auch auf seinem Weg in einem asketischen Leben diese Antworten gesucht, also diese spirituelle Antworten gesucht. Und er wollte das Rad des Lebens auslöschen. Er wollte eigentlich, dass wir dieses Rad, diese Tour durch das Rad des Lebens nicht mehr machen müssen, also die Wiedergeburt nicht mehr machen müssen. Und letztendlich ist es ja auch so unser Bestreben, in die fünfte Dimension hineinzukommen, weil wir da nicht mehr wiedergeboren werden müssen, sondern diese Inkarnationen auf der Erde dann einfach wegfallen und wir in einer anderen Dimension leben. Buddha hatte letztendlich eine Erleuchtung unter diesem Bodhi-Baum und von diesem Moment an wurde er als Buddha bekannt, was der Erwachte bedeutet. Und er verbrachte dann den Rest seines Lebens damit, durch Nordindien zu reisen und seine Erkenntnisse zu predigen. Und er bekam auch eine sehr große Anhängerschaft von Mönchen, Nonnen und auch Laien, die ihm bei ihm waren und sich auf seine Lehren konzentrierten. Diese Lehren, die beschäftigen sich mit den vier edlen Wahrheiten und den achtfachen Pfad, die den Weg zur Überwindung des Leidens und zur Erreichung des Nirvanas darlegen, also auf die buddhistische Art eben. Letztendlich starb er im Alter von 80 Jahren und der Buddhismus gehört zu den Weltreligionen. Jetzt frage ich euch mal, ganz davon abgesehen, von der Religion, dass wir uns jetzt nicht auf die Religion konzentrieren, sondern was ist denn mit dem Ego? Ist unser Ego oder diese Beeinflussung, die wir haben durch die Medien, ja, durch diese Schreckensnachrichten, diese Angstmatrix, ist die so gewaltig, dass viele, viele Menschen einfach den Weg da nicht daraus finden?
Oder dass es eben sehr, sehr schwer ist, den Weg daraus zu finden. Und wäre es vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sich mehr mit dem Hinduismus befasst, also mit diesen Lehren, den Weg leichter zu finden? Ich freue mich auf eure Antworten unter diesem Video. Wie stuft ihr das Ego ein? Ist das Ego und der Verstand ein großer Hemmpunkt, der uns zu sehr in den Annehmlichkeiten des Lebens verharren lässt und wir dadurch, sag mal, zu faul sind, ja, zu bequem sind, uns zu bewegen, auszusteigen und eben aktiv etwas an unserem Leben zu ändern? Sind wir jetzt schon so weit in dieser Gesellschaft, dass alle über uns bestimmen können? Lassen wir uns das tatsächlich gefallen? Oder ist da diese Flamme, die göttliche Flamme in uns, die uns mit unserer eigenen Größe verbindet, die uns fühlen lässt, wir sind selbst so groß und wir können selbst alles entscheiden, wir können unser Leben bestimmen. Warum ist dieser Weg so schwierig? Liegt es tatsächlich zum einen am Ego, zum anderen an der Angstmatrix? Liegt es daran, dass viele immer noch nicht erkannt haben, dass sie allein mit ihrem Fokus aus der falschen Matrix-Zeitlinie aussteigen können? Wir werden am Festival ganz bewusst auch in die richtige Zeitlinie hineingehen, die uns weiterführt, die uns in die Erleuchtung, in die 5D hineinführt. Und das ist so wichtig für uns aktuell. Und es ist auch wichtig, dass wir zusammen dies tun. Vielleicht ist es ja schwierig, wenn es jeder für sich alleine tut. Also ich bin dafür, dass wir das zusammentun, denn da haben wir viel mehr Kraft und wir sind so, so viele und das ist so wichtig für uns. Und deswegen freue ich mich schon sehr darauf, euch alle treffen zu können, damit wir zusammenarbeiten können, in diesem Sinne, in uns unser Licht zu stärken und die spirituelle Familie, die Liebe zu fühlen. Ja, und auch auf Telegram habe ich darüber geschrieben, habe euch gefragt, wie fühlt ihr euch, um eben da auch noch Hilfestellung geben zu können. Denn es ist ganz wichtig, wirklich auf allen Ebenen Unterstützung zu geben, zu bekommen. Dieses Spiel von Geben und Nehmen ist wichtig als Ausgleich. Nur so kann sich die Seele ausbreiten und in ihre Kraft kommen. Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten unter dem Video. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist unser Webinar, wo du dein Bewusstsein trainieren kannst und auch dein Bewusstseinstrainer der Zirbeldrüse wirst. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn dadurch wird es dir zusätzlich leichter fallen, in deinem Leben die richtigen Wege zu finden und dich gut abzugrenzen gegen alles andere, was dich klein machen möchte. Und jetzt werden wir gleich diese wunderschöne Botschaft der Schöpferengel hören. Es ist ein ganz großer Genuss und ich bitte dich, lass dich einfach fallen in die Energien und genieße, was jetzt gleich zu dir kommt. Ich sprühe mich ein mit der Gedankenbefreiung. Ganz wichtig, dass mein Geist klar ist. Dann mit der 99. um mich tiefer, ganz tief, so tief wie möglich verbinden zu können. Und die Gedankenfreiheit, die brauche ich auch. Nochmal. Ja, genau, Auraschutz. Ich brauche heute alles doppelt und dreifach. Spielt keine Rolle. Oh, und jetzt beginnen wir. Geliebte Herzensmenschen, ich darf einen jeden Einzelnen voller Liebe begrüßen und ich darf, wenn ihr es erlaubt und wenn du es erlaubst, dich einladen zu einer wundervollen Reise, zu einer Reise zu dir selbst, denn die geistige Welt und die Schöpferengel, welche jetzt gerade in diesem Moment anwesend sind. Sie sagen so oft, alles, was du brauchst, liegt in dir.
Und so mach dich bereit, die Botschaft der Schöpferengel zu hören. Einfließt die Liebe, einfließt das Licht, einfließt die Wahrheit. Wir, die Schöpferengel, betreten diesen Raum. Diesen Raum, in dem du auf uns gewartet hast. Wir betreten deinen Raum voller Achtsamkeit. Und wenn du es uns erlaubst, werden wir jetzt zu dir sprechen. Und um unsere Worte ganz tief in dich aufnehmen zu können, lege nun deine Hände auf dein Herz. Atme das Licht der Liebe ein und spüre unsere Anwesenheit. Spüre unsere Energie. Und so sind wir jetzt über unsere Herzen, über die Energie der Liebe und des Lichtes verbunden. Und wir möchten dir sagen, dass du einzigartig bist und dass du an dich glauben sollst, an deine Kraft und an dein Licht. Und alles, was von außen zu dir kommt, was nicht in deiner Resonanz liegt, darfst du einfach wieder gehen lassen. Und sobald du den Fokus auf dein Herz legst, so wie jetzt, wirst du wunderschöne Herzensdinge erleben, wirst du Menschen treffen, die genauso wie du fühlen und dort Unterstützung finden. Denn die Anziehungskraft der Liebe ist wie ein Magnet, ein göttlicher Magnet, der die Liebe anzieht. Und sobald du dir bewusst bist, dass du aus Liebe erschaffen, aus Liebe und Licht bestehst, wirst du automatisch Liebe und Licht anziehen. Ein Magnet der Liebe und des Lichtes. Das wirst du sein. Und so wirst du auch den Weg finden, den Weg der Erleuchtung, den Weg dorthin, wo Achtsamkeit und Liebe das Wichtigste sind, wo du auf deine Seele hörst, wo du die Worte Gottes in dir fühlst und das Licht in dir leuchtet, und dir den Weg weiter weist in dieser Zeitlinie, welche dir die fünfte Dimension in dein Herz hineinbringt. Und diese Energie kannst du jetzt intensiv in dir spüren, denn diese Energie ist es, die zu dir gehört, wovon du ein Teil bist. Alles andere, was von außen auf dich einströmen möchte, hat hier keinen Platz. Denn hier bist du in deiner Energie, in deiner Kraft. Und so nimm einen tiefen Atemzug, um noch tiefer zu fühlen, was gerade geschieht. Denn du wirst ausgerichtet. Ausgerichtet auf deine eigene Seelenenergie in der fünften Dimension. Und wir begleiten dich, denn du bist der Schöpfer deines Lebens. Du kannst es erreichen, dass Frieden auf der Erde ist. Du kannst ausbrechen aus diesem System, was dich klein macht, was dich zurückhalten möchte. Nur du kannst dies tun. Und es bedarf nur eines einzigen Gedankens, des Mutes, diesen Schritt zu vollziehen. Und so senden wir dir nun Kraft und Stärke, dass du dies tun kannst, dass du dies in dir fühlst,
und weiter kommst. Weiter in die Richtung des Lichtes. Und so genieße noch ein wenig die Töne der Wirklichkeit. Lass dich fallen und sei du selbst, so wie du erschaffen wurdest, mit all deinen Fähigkeiten, mit all deiner Liebe und deinem Licht.